Das alte Kapuzinerkloster in Werne, mitten in der Stadt, mitten in der Fußgängerzone. Seit 7 Jahren lebt hier Pater Suitbert Telkmann in seiner Heimatstadt. Vor 73 Jahren wurde er hier geboren. Guten Tag, herzlich willkommen hier bei uns im Kloster in Werne. 53 Jahre ist Pater Suitbert Kapuziner. In vielen verschiedenen Klöstern hat er gelebt und gearbeitet. Heute ist er Guardian. So nennt man den Leiter eines Konvents. Wichtig sind die gemeinsamen Gebetszeiten. Dreimal am Tag treffen sich die 5 Kapuziner im Chorraum des Klosters. Sie sprechen gemeinsam Psalmen und Gebete. Ein geistliches Gerüst im Alltag. Es ist für uns ein Halt, dass einfach dadurch unser Leben bestimmt wird. Und dass wir dafür eben unsere andere Arbeit abbrechen und uns bewusst diese Zeit nehmen, wo wir miteinander eben vor Gott stehen. Es ist im Letzten ein Geschenk, was wir haben, aber wir müssen auch was dafür tun. Wir müssen uns die Zeit dafür nehmen. Ein Einsatz, der sich lohnt, ganz persönlich. Für mich ist zum Beispiel eben aus dem Abendgebet heraus sehr wichtig geworden in der letzten Zeit, Gott, in deine Hand lege ich mein Leben. Ein Leben in Gottes Hand bedeutet Leben für andere, Dasein in der Seelsorge, in Gottesdiensten, persönlichen Gesprächen. Pater Suitbert liebt den Kontakt zu den Menschen, weil er ihre Sorgen teilen möchte. Ich sage heute manchmal lieber Menschensorge, dass wir eben für die Menschen offen sind und da sind. Das ist zunächst einfach eine Aufgabe, die da ist, und die wir ja aus dem Evangelium heraus von Jesus lernen. Jesus war auch für die Menschen da. Und das ist zur Berufung geworden. Dass ich versuche, meinen Auftrag, den mir Gott gegeben hat, zu erfüllen. Und ich jetzt offen bin für Menschen, denen diese Botschaft von Jesus Christus weitersage. Die Gemeinschaft in dem kleinen Kloster trägt. Sie ist die Familie, mit der Pater Suitbert sein Leben teilt. Ich habe auch im Laufe meines Lebens die verschiedensten Arbeiten gehabt, wo wir wirklich als Gemeinschaft die Arbeit übernommen haben. Also die Dinge werden schon dann kurzerhand auch abgesprochen, dass wir eben sagen, gut, übernimmst du heute den Beichtstuhl, ich habe noch einen Dienst. Gemeinsam werden die Dinge angepackt, kleine wie große. Etwa der Blumenschmuck in der Klosterkirche. Also es war dieses Jahr unser Problem, Ostern liegt zu spät. Und alle Frühjahrssträucher, die wir sonst zu Ostern hatten, waren nicht mehr da. Nicht? Und dann haben Theo und ich sind dann durch den Garten, ja, wo können wir noch was finden? Nicht? Auch für den westfälischen Jakobsweg begeistert er sich. Die Pilger können hier im Kloster Station machen. Für Hobbys bleibt Pater Suitbert nur wenig Zeit. Und in der Vergangenheit war es sehr stark das Fotografieren, Bilder vom Leben zu machen, aber Bilder auch von der Natur her. Aber die Schränke sind voll davon, aber ich komme heute nicht mehr dazu, das Ganze zu sortieren. Wenn etwas Zeit bleibt, zieht es Pater Suitbert in die Natur. Wie der heilige Franziskus, der Gründer seines Ordens, findet er Gott nicht selten in einer Blume oder einem Blatt. Ich liebe sehr Blumen. Ich sag auch so für einen Garten dies oder jenes, ja, was sein sollte. Oder wenn die am Schmücken sind in der Kirche, dann rufen die auch schon mal schnell eben an. Kannst du nicht mal runterkommen und gucken. Gerade so vom Frühjahr her. So das neue Grün, was kommt und die neuen Blüten, die kommen. Das führt mich schon sehr stark dazu hin, dass wir eben Gott loben und preisen, gerade wenn ich dann morgens früh mit dem Auto unterwegs bin, ja, dass ich dann plötzlich anfange, Loblieder zu singen.